Bei der butterweichen Hereingabe von Matthijs de Ligt, der mal mit seinem Oberschenkel, also das ist ja, da weiß man manchmal nicht genau, ob das noch menschliche Züge sind, wenn der da durchzieht. Aber ich habe ihn Gott sei Dank nur streifen lassen, also keine Sorge. Was heißt gewollt? Also wenn du, und das ist das, was ich ja auch immer mal wieder einfordere, wenn du Fußball gespielt hast und Fußball spielst, dann musst du schon wissen, in welchen Räumen es gefährlich wird. Und du kannst nicht immer nur das spielen, was du siehst, weil dann ist es zu spät. Den Ball, den spielt der Pablo, wir haben eine gute Verbindung zusammen, weil Pablo natürlich auch immer schnell auftritt, den Ball auch nach vorne sucht und er will auch Anspielstation haben und ich will den Ball haben in der gefährlichen Zone und dann spielt er gut temperiert. Natürlich kam ich jetzt nicht mehr so dran, dass ich Zeit hatte, mir auszusuchen, wo köpfe ich ihn jetzt genau hin. Aber es war klar, dass der Raum da frei ist und dann habe ich ihn halt dahin geschädelt. Und die Aufgabe von den Mitspielern ist eben dann, diese Räume zu belaufen. Also das ist dann nicht mehr mein Zuständigkeitsbereich. Also wenn da keiner gewesen wäre, dann hätte ich nicht zu mir gesagt, okay, schlechter Kopfball, sondern hätte gesagt, was ist da los, Burschen? Wir müssen die Box fluten. Und natürlich hat man da ein Quäntchen Glück, der Rafa mit seinem zauberhaften rechten Fuß. Und Harry dann auch mit dem Kopf. Aber das sind ja die Situationen, das ist Fußball. Im Strafraum kann viel passieren und da müssen wir auch wieder hin, dass wir den Ball in die Box bekommen. Weil so entstehen halt einfach auch Tore. Ja, wir genießen natürlich den Abend schon sehr. Wie ihr alle wisst, hat man ja nicht die leichtesten Wochen jetzt gerade hinter uns. Und das Überleben und das Weiterkommen natürlich ins Viertelfinale ist für den ganzen Verein enorm wichtig. Nicht nur für uns Spieler, für so einen kleinen Ad-Hoc-Moment, sondern einfach auch für die Strahlkraft des Vereins. Wir sind und wir wollen natürlich weiter ein Top-Club im europäischen Spitzenfußball sein. Und dafür musst du auf jeden Fall ins Viertel Richtung Halbfinale kommen. Und das haben wir jetzt trotz Rückstand geschafft. Und dementsprechend sind wir natürlich heute gut zufrieden und haben vielleicht heute auch im Bettchen ein kleines Lächeln, wenn wir nicht einschlafen können. Ich erwarte mir schon von so einem Champions-League-Heimspiel, dass wir da auf jeden Fall Chancen haben, um Tore zu machen, egal wer der Gegner ist. Und heute haben wir die Dinge halt dann früh genug auch weggemacht. Das haben wir in Rom in der ersten Halbzeit zum Beispiel noch nicht geschafft. Der hat immer seinen Job gemacht, hat uns immer eingestellt, so gut wie er es für richtig gehalten hat. Und natürlich werden wir alle an Ergebnissen gemessen und wenn die natürlich nicht so gut sind, dann werden auch Entscheidungen kritisiert und heute war es gut, also war heute auch der Trainer super. Also.